Mein Mandant ist ein enger Freund von dem Attentäter. Er wird sich nicht schuldig bekennen. Er hat weder physisch noch psychisch jemals einen Tatbeitrag geleistet. Und nur weil man einer gewissen Glaubensrichtung angehört, kann man hier nicht von einer Schuld ausgehen. Mein Mandant wird einerseits vorgeworfen, illegaler Waffenhandel, und dazu wird er sich auch schuldig bekennen. Er hat leider, muss man sagen, die Tatwaffe geliefert, dieses Sturmgewehr. Da führt kein Weg vorbei, nur, und das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt, er war in keiner Weise in die Tatpläne eingeweiht, er wusste auch nichts vom terroristischen Hintergrund, von der furchtbaren Ideologie. Ja, also die Opfer haben in der Tat eine große Enttäuschung gegenüber der Sicherheitsverwaltung, weil ja irgendwie evident ist, dass im Vorfeld einiges schiefgelaufen ist, und man hat auch im Nachhinein dann keine Fehlerkultur gezeigt. Man hat gemauert, man hat keine Informationen erteilt, und das hat dann große Frustration hervorgerufen. Es hat auch keinerlei Empathie gegeben. Ja, aber